Michael Rindlisbacher, der Reto Raffainer verlässt den Schweizerischen Eishockey-Verband. Wie überrascht sind Sie selber gewesen über die Mitteilung? Ja, man ist natürlich letztendlich immer überrascht, wenn ein hochgeschätztes und sehr kompetentes Geschäftsleitungsmitglied sich entscheidet, Swiss Eishockey zu verlassen. Es ist aber nicht so, dass ich überrascht worden bin vom zeitlichen Ablauf her. Der Reto Raffainer hat einerseits uns schon vor längerer Zeit und auch mir persönlich kommuniziert, dass er dereinst könnte reizen, einmal ins Clubgeschäft zu gehen. Er hat das nicht aktiv gesucht. Jetzt hat er ein Angebot bekommen von seinem Herzensclub, vom HC Davos. Und das hat er und will er können und nicht wollen ablehnen. Und letztendlich gilt es das zu respektieren und auch zu akzeptieren. Ihre Einschätzung vom Sportchef, vom Verband, der jetzt international doch Erfolg hat, zum taumelnden Meister, können Sie das nachvollziehen? Ja, ich kann es nachvollziehen, weil der Reto Raffainer mir gesagt hat, dass es eben für ihn einerseits so eine Herzensangelegenheit ist, HC Davos. Er kommt aus dem Bündnerland, er hat dort selber gespielt, hat dort Sportgymnasium gemacht und er hat eine familiäre Situation, die ihm jetzt genau dient, im jetzigen Zeitpunkt diesen Wechsel zu machen. Und von dem her gesehen ist das für mich absolut nachvollziehbar. 4 Jahre ist er jetzt beim Verband tätig gewesen, hat einiges können bewegen. Wie fest bedauert Sie seinen Weggang? Ja, ich bedauere natürlich persönlich sehr stark, wir bedauern alle bei Swiss Eishockey. Er ist ein sehr kompetenter, sehr engagierter und vor allem einer, der mit Herzblut an dieser Nationalmannschaftsstrategie gearbeitet hat. Er hat die entwickelt, hat sie umgesetzt und die jüngsten Erfolgen zeigen auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Haben Sie inzwischen sicher auch schon Kontakt gehabt mit dem Patrick Fischer, mit dem Nationaltrainer? Wie hat er reagiert? Ja, der Patrick Fischer war von Anfang an involviert gewesen, respektive ist informiert gewesen, dass es ein Gespräch gibt. Vom Reto Raffainer, dem HC Davos, ich habe persönlich mit ihm auch Kontakt gehabt. Patrick Fischer bedauert es, wie ich es persönlich und wir alle das bedauern. Aber auch er kann das nachvollziehen. Und Patrick Fischer hat auch mir gegenüber persönlich ein klares Commitment abgegeben. Für ihn ändert sich nichts, er steht zu 100% hinter Swiss Eishockey. Jetzt müssen Sie natürlich schauen für einen Ersatz. Wie weit sind Sie da schon bei dieser Nachfolgeregelung? Ja, wir sind natürlich jetzt ganz am Anfang. So lange ist es ja noch nicht bekannt, dass definitiv jetzt der Reto Raffainer zugesagt hat beim HC Davos. Wir sind in der Vorbereitung. Ich werde persönlich die Leitung übernehmen von dieser Nachfolgeregelung. Wir werden sehr eng mit dem Nationalmannschaftskomitee zusammenarbeiten. Wir werden das in den nächsten Tagen finalisieren, wie der Vorgehensplan genau wird sein. Sie haben jetzt von den nächsten Tagen geredet. Wie fest drängt die Personalie? Ja, sie drängt natürlich insofern, dass wir möglichst rasch schon Klarheit wetten, wer tritt die Nachfolge an. Wir haben auf der anderen Seite eine komfortable Situation. Das spricht auch für Reto Raffainer. Wir konnten mit ihm vereinbaren, dass er uns Swiss Eishockey bis sicher Ende September zur Verfügung steht. Und allenfalls erst früher zum HC Davos wechselt, wenn eine Nachfolge eingearbeitet wäre von ihm. Also wir haben nicht unmittelbaren Zeitdruck, aber es ist klar, es drängt immer. Wir wollen Klarheit haben für die Zukunft. Und wie sieht das Profil aus von dem Posten? Also was für ein Mensch, Mann oder Frau, suchen Sie da genau? Ja, das Profil wird sich ziemlich an dem ausrichten, was der Reto Raffainer hier für ein Profil hat bei Swiss Eishockey. Es ist klar, es muss jemand international vernetzt sein, es muss jemand sehr stark im Hockeygeschäft drin sein, muss die Mechanismen kennen. Und was für uns ganz entscheidend ist, wir haben die Nationalmannschaftsstrategie verabschiedet in der Umsetzung. Das ist noch nicht am Ende von der Umsetzung. Jemand, der den Job übernimmt, die Nachfolge übernimmt, muss sich klar committen mit dieser Strategie. Bei Fisch kann man schon ein bisschen in Namenrichtung spekulieren. Ich meine, Sie haben jetzt einen Marc Streit seit dem letzten Herbst im Verwaltungsrat. Ist das einer der Kandidaten? Ja, ich will zu Namen natürlich gar nichts sagen. Das ist klar. Es wäre auch verfrüht, es wäre auch nicht richtig, jetzt einen Namen hier ins Spiel zu bringen, wo man noch gar nicht Kontakt hatte miteinander. Wir werden das jetzt genau anschauen. Und es ist klar, es gibt nicht hunderte von möglichen Kandidaten. Das wird ein Rennkreis sein, der hier in Frage kommt. Und das werde ich mit dem Nationalmannschaftskomitee absprechen, wie wir da vorgehen. Jetzt ist ja das nicht der einzig wichtige Abgang im Verband. Der Florian Kohler, der CEO, ist auch schon weg. Wie fest beunruhigt das, gerade auch im Hinblick darauf, dass ein sehr wichtiger Termin ansteht, Heim-WM 2020? Ja, man muss differenzieren. Der eine Abgang hat mit dem anderen nichts zu tun. Florian Kohler hat sich entschieden, nach 6,5 Jahren den Verband zu verlassen. Und der Reto Raffainer, wir wissen es, hat ein Angebot bekommen, das er so annehmen will. Ich bin insofern nicht beunruhigt in Bezug auf die Funktion des Reto Raffainer, weil wir gesagt haben, wir haben eine
Strategie, die steht. Wir wissen, wir wollen vorgehen in den nächsten Jahren. Wir haben einen Staff, der Verträge hat. Insofern wechseln wir den Kopf aus. Das ist natürlich immer ein gewisses Risiko, aber ich bin da hier sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung werden finden. Sie haben jetzt gerade das Risiko angesprochen, wenn ein führender Kopf geht. Das hat ja meistens am Leben auch noch so ein bisschen weitere Konsequenzen, dass zumal noch andere im Umfeld der Nationalmannschaft könnten sagen, oh, jetzt schaue ich mich auch um. Also ich habe keine solchen Signal, das ist das eine. Und das andere ist, der ganze Staff, alle Nationalmannschaftsstaffs haben Verträge bis und mit der laufenden Saison, also bis Ende Mai 2020. Und wir halten die Verträge ein. Von unserer Seite gibt es überhaupt keinen Anlass, mit irgendjemandem jetzt dahin Gespräch aufzunehmen. Jetzt haben wir es vorhin schon angesprochen, es ist ja die zweite grosse Pendenz. Die andere ist jetzt eben die vom CEO Florian Kohler. Wie weit sind Sie dort schon mit der Nachfolgeregelung? Ja, wir sind auf Kurs, genau so wie wir es geplant haben. Wir sind mit der Findungskommission jetzt in der finalen Situation, dass wir dürfen entscheiden, welche Top-Kandidaten wir jetzt nochmal näher ein zweites und ein drittes Mal prüfen. Und insofern stimmt der Fahrplan, dass wir Ende März werden einen neuen CEO von Swiss Ice Hockey präsentieren.